So, meine lieben Leute, und herzlich willkommen endlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Rashi-Kanal. Und zwar war ist es endlich soweit. Die ersten Qualifikationen von Live is Battle Area sind jetzt endlich online. Schon länger, ich glaube schon seit 2 Tagen ungefähr. Nee, seit gestern. Aber, nee, seit vorgestern sogar, schon jetzt schon 2 Tage genau. Ich war am Donnerstag auf Freitag bei meiner Familie, weil meine Schwester Geburtstag hatte. Deswegen habe ich es dann nicht gleich an dem gleichen Tag rausgebracht. Und genau, es kamen 4 Stück raus, wie es PA Sports versprochen hat. Finde ich richtig nice. Ich werde jetzt heute 2 machen, wenn ich es schaffe, hochzuladen, aufzunehmen, etc. pp. Ansonsten kommen morgen 3. Und dann werde ich das so machen, dass ich es verteilt jeden Tag einmache. Also zum Beispiel Montag eins, Dienstag eins, Mittwoch eins, Donnerstag eins. Oder vielleicht auch mal einen Tag Aussetzer und dann wird es mal wieder einen Tag keine Qualifikation kommen. Da muss ich mal schauen, wann die Qualifikationen immer hochgeladen werden. Auf jeden Fall könnt ihr die auf hiphop.de. Ich werde alle Links reinschmeißen in die Kommentare. Könnt ihr bewerten, wer in die Knockouts Runden kommen soll und von den 4. Und genau, und heute fangen wir mit der Drogen an. Von dem haben wir noch gar nichts gesehen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich werde es nach dem System machen. Ich habe hier so kleine Vitaminpillchen hier. Ja, die schmecken wie, kennt ihr diese, heißen die? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das keine richtigen Drogen, das sind solche wie Smarties hier. Das sind meine Putschdrogen, ja. Und ich habe hier eine Tasse. In Zukunft werde ich so machen, habe ich, wenn es mal in die Battles richtig losgeht, werde ich eine blaue Tasse haben und eine rote. Die rote ist dann für den anderen, die blaue ist dann für den anderen. Auf jeden Fall werde ich gucken, werde ich auf jeden Fall schauen, werde ich auf jeden Fall einen Punkt geben oder auch nicht, für wenn mir der Beat gefällt. Wenn mir der Flow vom Rapper gefällt und die Aussprache natürlich, wenn man ihn gut verstehen kann und wenn mir das Video gefällt. Wenn ich halt sage, okay, das Video ist so eine Standardscheiße oder hin und her geruckelt, dann, so wie bei meiner Kamera momentan, ich werde mir echt mal bald eine neue Kamera holen, Leute, versprochen, versprochen. Ich wollte es eigentlich mit der Kamera hier ab sofort machen, aber vielleicht kann mir mal da jemand einen Tipp geben. Muss ich da das HDMI-Kabel dann reinstecken, damit ich mit der Kamera mit Webcam machen kann? Oder wie funktioniert das? Weil ich habe das mit dem USB versucht. Hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Da kenne ich mich leider nicht so gut damit aus. Und da müsste ich mich eigentlich mal ein bisschen reinversetzen. Aber ich habe ja noch andere Sachen. Genau. Also, ich würde mal sagen, lasst gerne immer eure Meinung in die Kommentare da, eure Bewertung. Ihr könnt mir auch Tipps natürlich geben, wie ich bewerten soll, weil das ja so mein erstes Turnier ist, wo ich analysiere. Wie gesagt, vielleicht werde ich das JBB auch noch analysieren, wenn es mal weitergehen sollte oder auch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall wird erstmal Life is Battle Area mein Turnier sein, wo ich hier auf meinem Kanal analysiere. Also wenn ihr euch auf Wenn ihr euch auf meine Analysen freut, auf das Turnier freut und mit mir zusammen diskutieren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Wir haben momentan 161 Abos. Ich danke euch nochmal. Ohne euch hätten wir das niemals geschafft. Vielleicht schaffen wir es noch im April noch die 200 zu knacken. Ich glaube an alles momentan und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Also ich würde mal sagen, wir quatschen nicht so lang und fangen einfach mal an. Das finde ich schon mal gut, so eine Line gegen Maskenträger. Also, auf jeden Fall muss ich sagen, man versteht ihn sehr gut. Dafür gebe ich erstmal einen Punkt. Und ich finde, der Beat, der fetzt auch richtig rein. Und wie gesagt, ich werde gleich mal einen Punkt geben für die Maskenline.
Weil ich finde es immer, ich finde zwar, es ist ausgelutscht. Man muss auch mal schauen, wie viele Maskenträger sein werden im Turnier, aber als ein Rapper, der sich so darstellt, ist es immer geiler. Klar, die Leute, die eine Maske tragen, haben immer einen Grund, warum sie eine Maske tragen, aber egal. Machen wir mal weiter. Ich zerstör sie alle auch mit Free Beats und ein paar verwackelten Aufnahmen. Ihr habt bald keinen Grund mehr zu lachen. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, sie zerstören wird mit Free Beat und mit Gewackelte. Ja. Also will er, damit zieht er sich schon, er ist ein Amateur, aber die anderen sind noch mehr Amateure. Ja, knallt noch nicht so, aber okay. Ich beherrsche Rap lediglich das Umgehen mit Plugins. Scheißegal, wie viele Regler sie stellen. Was ist Autotune? Ich mache das Beben auch selbst. Hey, hör nicht auf, bis sie sich in den Käfigen bepisst haben. Ich ersetze Deutschraps, fehlendes Charisma. Zeigt ruhig die Zähne, doch ich sehe euch als Frischfleisch. Für euch sollte lieber heißen, nehmt lieber nicht Type PA. Sperr lieber die Ohren weiter auf. Mit mir allein und zu dir deine Kohle einfach raus. Ich bin Hydro, der Fahrer eurer Leichenwagen. Ich Ah, Hydro, okay, nett Hydro, sag immer. Wie gesagt, habe ich ja schon von Anfang an gesagt, wenn ich irgendwelche Fehler mache, von wegen, der Name, tut's mir leid. Namen sind nicht so meins. Keine Battles, sondern Geiseldramen. Lasse Fake-Rapper fallen mit den Slide-Plattmargen. Rapper-Morde sind für mich nur Eintrittskarten. Rappermorden sind nur für mich Eintrittskarten. Also auf jeden Fall, das gefällt mir, der Intro gefällt mir. Kannst es den Feinden sagen? Ich führe keine Battles, sondern Geiseldramen. Lasse Fake-Rapper fallen mit den Slide-Plattmargen. Rapper-Morde sind für mich nur Eintrittskarten. Köln. Das hat mir gefallen. PA, mach schon mal nochmal. Wir hauen nochmal an. PA, mach mal schon mal Leichenhausplatz, weil ich mache sie mit 3000 Watt Blatt. Der hat mir gefallen. Das war schon mal eine Punchline an alle. Und ich finde auch, man muss auch ein bisschen, finde ich, in der Qualifikation erstmal versuchen, sich einen Wert darzustellen. Und erstmal alle ficken, sag ich mal so. Mit solchen Lines fickt man natürlich alle. Hydro, der Fahrer eurer Leichenwagen. Ich führe keine Battles, sondern Geiseldramen. Lasse Fake-Rapper fallen mit den Slide-Plattmargen. Rapper-Morde sind für mich nur Eintrittskarten. Du kannst es den Feinden sagen. Ich führe keine Battles, sondern Geiseldramen. Lasse Fake-Rapper fallen mit den Slide-Plattmargen. Rapper-Morde sind für mich nur Eintrittskarten. Life is Battle. Auf jeden Fall richtig geile Runde schon mal. Also er hat von mir 5 Punkte bekommen. Ich würde mal sagen, einen Punkt fürs Video würde ich jetzt nicht geben. Es war schon mit coolen Abwechslung von Location. Für seine Reim würde ich jetzt, kenne ich auch geilere. Deswegen würde ich sagen, habe ich einen Punkt für die ein, zwei Zeilen gebracht. Er hat noch nicht wirklich, finde ich, wirklich gefickt, sag ich mal so. Warum, wie gesagt, dass mir das PA das Leichenhaus bereit machen soll, weil er wird mit 3000 Watt alle erstmal umficken hier. Das hat mir sehr gefallen. Ich finde es schade, dass es hier keine Lyrics gibt, aber ich will mal gucken, kurz mal. Hydro, sorry nochmal, Bro, an dich an dieser Stelle hier 3000 Likes, 571 Dislikes, finde ich schon mal gut, finde ich optimal. Gehen wir doch mal, hier seht ihr nochmal auf hiphop.de, wie das Ganze aussehen wird. Ich werde es euch mal kurz mal zeigen. Zack. Wenn wir mal wechseln, hat es auch gepasst hier. Jo. Und zwar könnt ihr dann hier unten, wo kann man denn, ah ne, genau, wo kann man denn hier nochmal abstimmen? Hip stimmen, abstimmen.
Oder wo dann, vielleicht ist auch die Abstimmung schon fertig, weil ich nehme es ja schon ein paar Tage später auf. Ah ne, hier ist es, genau hier. Den Link werde ich euch auf jeden Fall auch in die Kommentare schmeißen. Und hier könnt ihr dann zwischen André, Arthur, Hydro und Nasep, sage ich mal, Nasep. Und da könnt ihr entscheiden, wer in die Knockouts kommen soll. Auf jeden Fall hat schon mal ein erster guter Teilnehmer, muss ich wirklich sagen. Wir können auch gerne mal nochmal auf seinen YouTube-Kanal schauen. Vielleicht finden wir auch deine Lyrics, wenn er die Qualifikation rausgehauen hat. Auf jeden Fall geht auf seinen Kanal, abonniert ihn. Ne, die Qualifikation hat er nicht rausgehauen, aber wir können trotzdem mal, weil wir haben ja noch nicht lange, gerade mal 10 Minuten. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal in sein letztes Video rein. Also der Beat ist schon mal episch, muss ich sagen, Klammer. Also wenn er mit so einem Beat reinkommt, ins nächste Battle, dann zerfickt er alles. Was mich nur ein bisschen stört, sind diese Effekte. Ich finde, braucht man die unbedingt, aber okay, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war meine erste Qualifikation. Ihr könnt ja gerne eure Bewertung reinschreiben, was ich noch besser machen könnte. Auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Anfang. Ich denke mal, 5 Punkte ist erstmal in Ordnung für den Anfang. Es war ja noch nicht viel. Ich schaue halt immer wieder Zeilen raus, die andere ficken, sag ich mal so. Man will sich ja als unzerstörbar, Klammer, darstellen in einer Qualifikation, würde ich behaupten. Und deswegen würde ich mal sagen, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, schaut auf jeden Fall beim nächsten Video rein, das ich dann auch gleich noch machen werde. Ich bin euer Stone, Regie, und haut rein. Tschüss!